Ich bin einfach berührt, weil ich sehr schmal kann erahnen kann, in was für einen Kirchenraum der Ulrich Zwingli gekommen ist. Und ich stelle zum Zweiten fest, dass ich natürlich, das ist auch klar, völlig von anderen Voraussetzungen gegangen bin, von dem Raum, wo man aus dem 19. und 20. Jahrhundert so hat. Das Dritte ist, ich bin überrascht, dass, wenn die Leere von dem Raum heutzutage da so wahrgenommen wird, dass der Ulrich Zwingli wirklich einen öffentlichen Raum hat für sich, wo er gelehrt hat von den Bildern, sodass er hat können in dem Raum mit der Bevölkerung einen Interaktionsraum herrichten. Wie fühlt sich der Pfarrer heute von Großmünster, immer vorreformatorischer Großmünster? Ja, sehr natürlich beeindruckend mit so drei Reflexen. Einer ist, heutzutage heisst reformiert sein, Christ sein, zusammen mit anderen Konfessionen. Zum Zweiten, der Raum ist konstitutiv für Theologie und für Glauben, für die Reflexion. Der Dritte ist, der Wert von der Sakralräume eröffnet sich bei mir im Wert vom leeren öffentlichen Raum, der nicht kann privatisiert werden kann. Das finde ich sind wichtige Erkenntnisse. Aber wir sind heute an dem Punkt, wo Bilder per se nicht mehr ablenken in der Beziehung zu Gott oder korrupt machen, sondern im Gegenteil Hinführung haben. Und wir machen das ja auch. Durch das haben wir ja mit dem Sigmar Polke und Giacometti ja auch eine Spur wieder gelegt von Bildern in dem Kirchenraum. Es wird ja so viel nur stellenweise nachgestellt, dass man keinen Eindruck haben kann, wie das jetzt vor der Reformation eigentlich war. Allein von dem, was ich jetzt gesehen habe, kann ich mir keine Vorstellung machen, wie es Großmünster vorhaben war. Aber ich habe ja auch erfahren, es gibt ja keine Bilder und keine Zeugnisse mehr, dass man es wieder hätte rekonstruieren können. Auf der einen Seite würde ich gerne die Zeit zurückdrehen, was das Großmünster angeht, dass ein bisschen mehr Anschaulichkeit, ein bisschen mehr Wärme drin ist. Auf keinen Fall würde ich gerne die Zeit zurückdrehen, was das Politische, das was damals war, warum dass die Reformation überhaupt zustande gekommen ist, dass wir das noch einmal erleben müssen. Und das ist jetzt kein Vorwurf an Zwingli, sondern das ist genauso ein Vorwurf an die katholische Kirche, warum dass sie nicht richtig auf die Reformatoren dann auch wirklich reagiert hat.